Was ist jetzt Ambach? Wo geht's hin? Also pass auf, ich habe mir was überlegt, was auch für mich eine Riesenüberwindung ist. Aber wir machen das jetzt, wir ziehen das zu dritt durch. Das ist eine Riesenüberwindung, kulinarisch irgendwie, ich sag mal, was kulinarisch Fieses oder sowas? Nee, also bis jetzt war ja alles so smooth. Bungee springen? Nee. Auch nicht, auch nicht. Bungee springen, Entschuldigung, das ist ja keine Höhe. Leute, ich glaube, wir sind gleich da. Überraschung wird gleich gelüftet. Und gelüftet kommt ja bekanntlich von Luft. Atmet tief ein und tief aus. So. Jetzt sag nicht, wir springen hier Tandemsprung, Fallschirm. Gut. Echt? Ehrlich jetzt? Wir gehen Fallschirm springen. Alex, ich habe Höhenangst. Ich auch. Ich habe wirklich Höhenangst. Man muss sich im Leben den Ängsten stellen. Krieg sofort Schweißausbrüche. Warum machst du sowas? Weil ich euch lieb habe. Ja, aber das ist schon krass, gell? Das ja, aber jetzt denkst du mal drüber nach. Wenn wir wieder zurück sind in Deutschland und Österreich und wir sitzen beim Abendessen gemütlich, dann werden wir genau über diese Dinge reden. Das sind die Magic Moments. Wenn wir heil ankommen unten am. Das stimmt. Und wenn einer nicht heil ankommt, dann können die anderen zwei von ihm sprechen. Machen wir es oder machen wir es nicht? Ja. Ich kann das jetzt nicht entscheiden. Ja, auch nicht. Ich kann das jetzt echt nicht entscheiden. Ich kann das erst, wenn ich dann in dem Flugzeug sitze. Ich weiß es nicht. Einem der drei hat es völlig die Sprache verschlagen. Frank Rosin. Die Nerven liegen blank. Ist doch kein Wunder, ey. Springen aus einem Flugzeug. Abwarten, wer sich traut. Drei Fallschirmspringer erwarten das Trio. Ihr Chef, Mike, ist Schweizer. Hi. Hello. Hey. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Erstmal einen Anzug anziehen für den Fallschirmsprung. Also, herzlich willkommen hier bei Go Jump. Könnt ihr jetzt einen Tandemsprung machen? Ich glaube, für alle zum ersten Mal gehen wir auf 4000 Meter hoch. Du sagst es so entspannt und ruhig, dass man fast glauben könnte, dass wir so einen Sonntagnachmittagsspaziergang. Ja, es ist schon natürlich Action, auch ein bisschen, wenn die Türe aufgeht, da pumpt das Herz schon ein bisschen. Aber es ist ein tolles Erlebnis auf jeden Fall und speziell hier bei diesem wunderbaren Wetter, das wir heute haben. Das pumpt jetzt schon das Herz bei mir, wenn ich ehrlich bin. Wissen wir schon die Reihenfolge? Können wir noch bestimmen, was Sie gerne möchten, wer zuerst raus möchte? Ich würde gerne als Zweiter. Ich gehe als Erster. Dann gehe ich als Letzter. Okay. Mike arbeitete lange als Berufsspringer, bevor er in die USA auswanderte. Er weiß nur zu gut, was in den Dreien gerade vorgeht. Jetzt wird's ernst, my friend. Please, be careful. I have children. Okay. We'll make sure you get back to them. First thing is lean back, and then you make the tap, and I'm like this. Yeah. Forward and the head up nice and high, so like a human banana. Einer von den Jungs hat gesagt, ja, da haben wir uns dann gefragt, wie viel wir wiegen. Dann hat der Frank sein Gewicht gesagt, da hat er gesagt, ja, du bist zu schwer für mich. Ich habe Angst, ja. Ich hab richtig Angst. Frank, was schaust du so? Ich hab dich lieb. Du kleine Ankara-Tarantel, du. We fly together, we die together. Lass uns mal umarmen, wer weiß. Blutet mir in die Hose. Ja, ich auch. Drei Männer, alle mit Höhenangst. Die Mission, sie zu überwinden. Das Gefühl, Mondflug, Apollo 13. Nervös sind wir, angespannt. Was ist wirklich so dieses Angst überwinden, das ist jetzt ganz klar. Ich bin schon sehr nachdenklich. Ich denke schon ein bisschen an meine Kinder, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Der schwierigste Moment? Einzusteigen. Zu wissen, dass es ab jetzt kein Zurück mehr gibt. Außer durch diese große Luke in 4 Kilometern Höhe. Und dann noch diese Langsamkeit, mit der die einmotorige Maschine startet. Gut 20 Minuten braucht die Maschine, um sich auf 4000 Meter Höhe zu schrauben. Runter wird es schneller gehen. Ich kam mir vor, als wenn ich hier Special Forces Marines bin. Das Ding war einfach offen und wir sind 4000 Meter hoch geflogen.
wirken sehr nervös. Er hat echt riesen Respekt davor. Ja. Normalerweise hätte er nie seine Klappe, aber jetzt kommt er gar nicht. Als du dann rausgeballert bist, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Eine Minute freier Fall. Dann öffnet sich der Schirm. All right, my friend, how you feeling? Oh. Congratulations. Yeah, thank you. High five, my man. You just jumped out of an airplane, buddy. Congratulations. Thank you. Woo-hoo! Best moment in my life. It's unbelievable. I would do it twice. Vorsicht! Fallschirmspringen kann auch süchtig machen. We're alive. Oh! Der sagt dann auf einmal, so, jetzt geht's los. Brille auf, vorne hinsetzen, los, Schädel zurück. Und dann schippt er dich einfach raus. Das ist gar keine Chance. Oh. You fun? Thank you. Was Adrenalin aus erwachsenen Männern machen kann, darf nun Alex als Zweiter ausprobieren. Du spürst das Leben so dermaßen, wenn du da rausballerst. Das ist wirklich das pure Gefühl von Freiheit. Es zeigt dir auf der einen Seite irgendwie, wie klein man ist und auf der anderen Seite, wie sehr man in einem einzigen Moment leben kann. Yeah, dude, you're flying. Oh, wow! You're flying. Go, go, go. That's crazy. Are you okay? Oh. Guck mal, mach das auch. Scheiße, ist das geil! Oder? Danke! Der Sprung! Alter! Der Sprung! Alter! Der Sprung! Die ersten 10 Sekunden! Das ist der Hammer! Wir haben es gemacht. Ja! Wir haben es gemacht! Ja, ja, ja! Und Ali, ist Ali schon gesprungen? Nee, Ali betet noch. Ich habe auch kurz gebetet. Ich wollte einfach das hinter mir bringen. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich so mein Leben in die Hand eines anderen Menschen gegeben. Aber der Sprung, das war einfach für mich wirklich das Größte, was ich je gemacht habe, und auch das Mutigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das war das Beste, was ich je gemacht habe. Die ersten 30 Sekunden waren die Augen zu. Alter, ich war lost, ne? In dem Moment, wo du das Flugzeug verlässt, ist nichts mehr da. Keine Angst, nichts mehr. Ich werde es sofort jetzt gleich nochmal. Sofort, Mann. Sofort gleich nochmal. Also, hey, Leute, wir haben es alle drei gemacht. Angst und Freude so nah beieinander habe ich noch nie gehabt. Dieses Gefühl, wie du da raus bist. Also Frank Rosin so hilflos zu sehen, ist ja auch etwas, das sieht man nicht alle Tage, ne? Dass du 5 Minuten nichts, gar nichts gesagt hast, du hast nichts
keinen Blödsinn gemacht, nichts. Du warst so konzentriert, du warst so bei dir. Ich habe das wirklich noch nie bei dir gesehen. Das war der Respekt, neue Frank Rosin. Das war der neue. Du warst sehr in dir. Ja, ja voll. Das war echt spektakulär.